Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. In der letzten Folge haben wir hier eine goldene Pfadmission erledigt. Wir mussten die Ziegelfabrik quasi beschützen und und danach einen gewissen Typen töten, der sich in der Ziegelfabrik befand. Und das alles haben wir geschafft. Und nun würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg zur nächsten Mission, nämlich das W hier auf dieser Position in 320 Meter. Dort gehen wir als nächstes hin, denn dort erwartet uns schon die nächste Mission. Es gibt zwar auch eine weitere goldene Pfadmission, allerdings möchte ich die jetzt im Moment nicht machen, da wir ja in der letzten Folge schon eine goldene Pfadmission hatten und ich jetzt bezüglich dessen auch ein bisschen Pause benötige, weil ich nicht schon wieder eine Entscheidungsmission machen möchte. Deswegen. So. Also gut. Los geht's zu dem jeweiligen. Ja, zu dem jeweiligen. Zu der jeweiligen Mission. Sag mal! Was soll denn das? Gibt's denn sowas, ey? Mann! Rennt mich tatsächlich ein Nashorn um, ey. Ich bin doch nur vorbeigerannt. Ich hab denen doch nichts gemacht. Aber was soll die Scheiße? Alter, ich hab doch nichts gemacht. Ich bin doch einfach nur vorbeigerannt. Was soll die Scheiße schon wieder? Ich bin doch einfach nur vorbeigerannt bei denen. Was soll denn die Kacke? Mann, das regt mich gerade auf. Scheiß Drecksnashörner, ey. Muss ich wahr sein. Ich meine, habt ihr das gesehen? Ich bin da einfach nur vorbeigerannt. Ich bin einfach nur vorbeigerannt. Und das scheiß Nashorn. Entschuldigung. Das scheiß Nashorn greift an. Was soll die Scheiße? Was denn? Tu das nicht, Mann! So. Ja, erledigt. So, okay. Wieder ein Kammerereignis abgeschlossen. Entschuldigung, hast du mal kurz Zeit für mich? Was denn? Ja. Ach, Scheiße, das ist völlig. Ich kenne mich nicht gut mit Motoren aus. Ah, ich sehe schon das Problem. Da sehe ich schon das Problem. So. Er trägt die Maske nicht ohne Grund. Er will sicher nicht, dass nur merkt, dass er ein Rebell ist. So. Ich verstehe nicht, warum er das Risiko eingeht, dass nur etwas merkt. Okay. Kriegen tue ich von denen nichts anscheinend, aber immerhin. So, immerhin, ich habe den Wagen repariert. Ja? Sohn von Moangay, Gründer des Goldenen Pfades. Aufgewachsen bei der Mutter in den Staaten. Zurück in Kyrat wegen ihres letzten Wunsches. Wer sind Sie? Ich sag's dir, nachdem du mir geholfen hast, den Vogel auf dem Flughafen zu landen. Und warum sollte ich das tun? Du bist hier, um Gutes zu tun und die Bösen zu töten. Nicht wegen Wahrheit oder Pflicht. Je eher du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremdem Boden weitermachen. Außerdem habe ich Infos für dich. Hallo? Sind Sie noch da? Okay. Free Willis. Okay. Das klingt merkwürdig. Infiltriere den Flughafen. Ach du meine Güte. Soll ein Flughafen infiltrieren? Weißt du, wie groß ein Flughafen ist? Ich meine, ein Flughafen kann riesengroß sein. Und einen ganzen Flughafen infiltrieren? Naja, ich weiß nicht. Oh, da haben wir eine Money-Mühle. Die nehme ich auch gleich mit. Die nehme ich doch auch gleich mit hier, die Money-Mühle. Wo ist die? Wahrscheinlich da unten.
Weißt du, das ist immer das Problem. Wenn man eine Mission macht oder irgendwo hin möchte, dann ist es oft so, hoppala, dann ist es oft so, dass man durch irgendwas abgelenkt wird. So, was haben wir da noch? Oder sonst noch irgendwo was? Was wir brauchen könnten? Ah, hier. Hier ist eine Truhe. So, dann haben wir hier noch eine grüne Pflanze. Und das war's dann auch schon. So, dann gehen wir mal über die Brücke drüber. Haben wir dann auch noch irgendwo was? Eine kleine Truhe. Opa, oh. Ist da was? Noch einer. Meine Güte, ey. Was machen diese Leute denn hier? Was soll denn das? So, hier haben wir noch ein Plakat, was wir abreißen. Da haben wir noch eine Truhe, die wir auch noch schnell mitnehmen. Jetzt geht's hier rauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß zwar nicht, was mich da jetzt erwartet, aber ja, wir schauen einfach mal. So, machen wir es gleich so, nehmen wir gleich das zweite. So, und nun, darauf, mit Gewalt. Noch was, wo wir rauf können, wo wir uns rauf hangeln können, so. Und hier auch noch mal. Perfekt. Ich bin am Flughafen. Was zur Hölle? Ich habe eben meinem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schalte sie aus. Und denk dran, wir haben denselben Feind. Wenn du Kargansmänner erledigst, wird es einfacher, den Flughafen für deine Kameraden zu sichern. Klar. Noch etwas. Du musst unauffällig sein, wie ein Republikaner in San Francisco. Kein Alarm. Lass dich nicht entdecken. Punkt. Ich habe ein Treffen mit dem Kommandanten des Flughafens und er soll nicht wissen, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe. Wenn du fertig bist, funk mich an. Okay. Verdammt. Okay, drei Scharfschützen sind schon weg. Ich lade mal kurz nach. Ich weiß nicht, ob ich den von der Entfernung treffen kann. Erwischt. Wo ist denn da noch einer? Irgendwo habe ich da noch so ein rotes Licht gesehen. Ich
schauen wir einfach mal. Ah, hier ist noch einer. Verdammt! 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 Ja, genau, ey! Verdammte Scheiße nochmal! Das kann aber nicht wahr sein. Boah, ich war so knapp dran, ey! So knapp! So scheiße knapp war ich dran! Das kann aber nicht wahr sein. Ja, leck mich am Arsch jetzt! Leck mich doch am Arsch! Du kannst mich mal kreuzweise hier. Mann, ey! Depp, du! Halt die Schnauze! Ich will nicht mit dir reden, ey, verdammt! Ja, bla bla bla, ich hab dich schon verstanden. Bla bla bla, noch was? Willst du mir noch was erzählen? Nein, danke, hab ich keinen Bock drauf. Boah, ey, der nervt vielleicht der Typ, ey. Kann nicht wahr sein. So, wieder einer weniger. Deck mich, ich geh runter. Wärmt aus und sucht! Was zur Hölle? Nee, oder? Nee, die haben das mitbekommen, dass ich da die... Okay, ich habe zwei erledigt. Gerade mal zwei. Ey, das kann nicht wahr sein. Ist das euer Ernst? Ich sollte wirklich... Kriege ich den so? Der daran glauben musste. So. Nochmal. Ich hoffe, den erwische ich jetzt leichter. Anderen finden. Okay, sie können jetzt sicher landen. Okay. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Was? Ich hatte erst 5? Ich schalte den Anzug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Hä? Ich hatte doch erst 5? Ich hatte doch erst 5. Okay. Scheiß drauf. Gewonnen. Alarmiere den Kommandanten nicht. Uiuiuiui. Okay, das kann ich nicht aufnehmen. Ich habe anscheinend schon. Zu viel.
an. Munition. So. Okay, Leute, ich würde sagen, bevor wir diese Mission hier weitermachen, mache ich hier mal kurz einen Stopp. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge schauen wir, was dann noch alles abgeht. Also dann, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.